Mindener Tageblatt. Das Freischießen 2017 ist seit einer Woche Geschichte. Doch die Eindrücke sind noch immer frisch. Knapp 4 Monate habe ich mich auf die Parade vorbereitet und bei Dieter Tesler und der Mindener Eskadron reiten gelernt. Der Perspektivwechsel war beeindruckend. So sieht die Stadt von Hoch zu Pferde aus.